Moin mein YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Duell. Nach langer Zeit mal wieder. Auf der rechten Seite ist der Sebi mit BA und eher gesagt PK Fire. Auf der linken Seite der Fabi mit Dark Magician. Und bevor wir jetzt mit dem Duell anfangen, genau. News, hier nochmal genau, noch der Hinweis von unserem guten Kollegen, Yu-Gi-Oh! Hobby Liga. Der Field Center, den wir von ihm bekommen haben im letzten Video oder letzten, vorletzten, keine Ahnung, wann das Video jetzt hochkommt. Irgendwann. Kanal ist auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung verlinkt ganz oben. Guckt bei ihm auf jeden Fall, auf jeden Fall nochmal vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt. Geiler Typ. Ja, geiler Typ, geiler Content auf jeden Fall. Und checkt ihn auf jeden Fall mal aus, ne? Und ich wünsche euch viel Spaß beim Duell. So. Ja, whatever. So, let's go. Ja, so. Let's go, ewige. Evoli und Pikachu. Genau. Wait. Oh shit. Zelda? Nein. Schade. Na gut, dann fang ich an. Let's go. Ich hab noch nur 3 gewürfelt. Darf ich zusammenrechnen? Nein. Schade. Ja, darf's ja mal probieren. Judge. Juhu. Na? So, die Damen und Herren. Gut, dann würde ich Effekt aktivieren zum Specialen. Würde ich Effekt aktivieren zum Specialen. Mit der beiden Boys. Ich hoffe Cherubini. Aktiviere Cherubini Effekt. Mill of Cost. Millen of Cost ist immer kacke. Das ist toll. Das ist halt echt wunderschön. Für Graf. Spiel mal gegen Lunalight. Das macht auch immer extrem viel Spaß. Graf Effekt. Kaleidokücken. Genau. Fehler. Will trotzdem. Ja, toll. Da ist er doch. Vorher. Für Sie. Ja. So, dann aktiviere ich noch törichtes Begräbnis. Frage jetzt nicht. Friedhof Skarm. So. Dann würde ich noch normeln wollen. Würde ich mit den beiden gerne auf Lydante gehen. Lübes? Lydante. Achso, nicht Lüle. Lydante. Lydante. Meine ich doch. Jetzt gehen wir mal vom Pharisischen weg. Aktiviere ich Effekt, Mill auf Kost. Wer es verstanden hat, nice. Oh. Wer nicht, YouTube-Kultur. Ja, Top Mills hätte ich mal gesagt. Dann aktiviere ich im Friedhof noch den. So, dann suche ich mir mal den. Den mit den leisen Stiefeln. So. Set 1. Endphase. Scarm Effekt. Krieg ich da eigentlich in Skyrim dann wenigstens ein Plus beim Schleichen? Oh Gott. Das war so schlecht. Ach du Scheiße. Dafür dürft ihr den Fabi auch verprügeln auf dem nächsten Turnier, auf dem ihr den seht. Ah nee. Alles klar. Suche mir den Silent Boots. Okay, da bist du. Ja, mach mal. Ich geh mal rüber. Alles klar. Top. So. So. Ich leer mal. Special. Werfe ab. Perfekt. Aktiviere ich. Chain. So, weg. Schön, oder? Glaube ich. Yu-Gi-Oh! Pro war unterm auch wie so eine Situation. Ähnlich, kann sein. Oga. Kann gut sein. Perfekt. Ja. Dann nehme ich mir einfach mal das Ding. Mach das. Dann aktiviere ich mal die hier. Mhm. Einmal, zweimal, dreimal. Wow, es macht mich absolut nichts. Ja, machen wir es mal so. So. Übrigens, Leute, der Gewinn, also um was es hier geht, ist. Einmal Product Placement Burger King. Alter. Ja. Klar, wir werden dafür bezahlt. Hm? Genau, wir müssen den erzahlt werden. Alter, wir werden geAxel Foster, der Hashtag Axel Foster. Ja, egal. Denn geh ich mal in die Battle Phase. Ja. Und greife einmal an. Aktiviere ich Cherubini Effekt. Ja. Tributiere ihn. Dann ja dann 1100. Chain. Dante, Chain, Seer, zum einmal Special und einmal auf die Hand. Ja. Draw. Normal Summon.
Specials sammeln, weil Phantom Knight auffällt. Den beiden auf dem Beschwörung. Jawohl. Auf Beschwörung, ewige Seele. Jawohl. Special, ja. Über dunkler Magier. Effekt, Target. Ja, das ist natürlich mies. Wird er verbannt, ne? Korrekt. Schade, schade, schade. Ich aktiviere mal das Fogblade im Friedhof zum Special. Ah, dann gehe ich mit den beiden den guten Dude. Okay. Aktiviere Effekt. Hänge ab. Target-Kreis. Okay. Aktiviert sich Effekt vom Breaksword im Friedhof zum Special von 1, 2. Ich sette mal. Aktiviere. Weil ich keine Fallen kontrolliere. Kontrolliere, ja, Fallen auf dem Friedhof ab. Kann ich Special in Defense. Ich probiere es jetzt einfach mal. Der hier wird. Ne, den habe ich durch verbannt, weil der das Spielfeld verlässt. Für den Bodenlohn gehe ich mal in die Battle Phase. Okay. Greif an, den Dark Magician, aktiviere Effekt. Nö. Wie nö? Dark Magicians bleiben in der Monsterzone von Karteneffekten deines Gegners unberührt. Na gut, dann greife ich halt einfach 500 Schaden. Ja. Aktiviere ich noch ihn im Friedhof. Damit er. Genau, Silent Boots zum Suchen von Fogblade. So, dann Set. Weiß auch absolut nicht, was das jetzt für eine Karte ist. Who knows? Bestimmt. Nee, Moment. Die Viererfalle. Ich wusste ja auch überhaupt nicht, was das war. Aktiviere ich mal die ewige Seele. Special. Mhm. Aktiviere Bond between Future and Student. Ja, mal wieder, was kommt jetzt vor. Und setze mir. Das ist ja scheiße. Ja, das. Deswegen. Bist du dran. Okay. Drop. Gehe ich mal in die Battle Phase. Ja, mach ich das mal. So, Ende Main Phase, also 1. Alles klar. Main Phase 2. Effekt mal, zum Special. Effekt zum Special. Okay, oh, Main Freundchen. Okay. Ja, gut. Nee. Wir wollen ja nicht so sein. Was ist das? Beschwörung? Summon Limit. Beschwörung 1, Beschwörung 2. Keine gibt's mehr. Das ist ja toll. Ja, das. Ach, das ist ja wunderschön. Weißt du noch, Pascal, an dieses schöne Tech-Duell mit der Kartoffelkiste? Ah. Die Karte zählt auch, wenn sie verdeckt ist. Lol. Jo. Ja? Oh, das wäre sogar ein ziemlich guter Top-Deck. Eins? Ja, ich glaub, könnte gewesen sein. So, nehme ich ein bisschen Dingen. So. Den. Ewige Seele. Ja. Dunkle Magier. Effekt. Verbanne. Dann verbanne ich ihn. Ja. Greife ich an für 1500 mit ihm hier. Ja. 2,5. So. Jawohl. Lass mich diesen Moment zelebrieren. Goodbye, my love. Dem dunkle Magier-Mädchen bist du jetzt mal 900 und ich baller dir noch mit ihm das letzte Stück. Ah! George! Hallo? George, ja, das Field Center wurde bewegt, das geht nicht. Gleich gibt's eine Schelle. Alles klar. Ja, Leute, das war unser Real-Life-Duell, das ich mal wieder... Doch, hat gewonnen! Wir sind raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fabi hat ja schon gesagt, unerwartetes Ende und so. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal... Ich glaube, Sebi will also andeuten, einen Rematch will er haben. Ja. Könnte interessant werden. Ja, auf jeden Fall, wie gesehen, wie ich schon sagte, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und von daher... Und Daumen hoch für mehr Duelle. Ja, oder auch Duellvorschläge. Ihr kennt ja so langsam jetzt so ein paar unserer Decks. Da könnt ihr immer vielleicht ein paar Vorschläge bringen. Das wäre auch ganz nice. Jo. Von daher, kommentieren, abonnieren, liken. Zum fünften Mal. Genau. Haut aber rein. Nur abonnieren, ja. Wer es noch nicht getan hat. Naja, gut. Ciao, ciao. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal.